Wir sind in der 35. Woche. Es wird Finale langsam. Liebe Sandra, fühlst du dich voller Power, zuversichtlich, gestärkt? Ja, weiterhin voller Power, gestärkt, Energie fließt. Wunderbar. Darüber wollen wir auch heute reden. Ein paar Geheimtipps für diejenigen, die hier zuschauen, die vielleicht nicht am sanfte Geburt-Training teilgenommen haben bis jetzt. Was kann ich dir noch mitgeben auf den Weg und dir auch, Sandra, was jetzt zentral vielleicht noch wichtig wäre, was dir hilft vor allem, was dir hilft, die Schwangerschaft im hormonellen Glückshormon zu gestalten und die Geburt natürlich zügig, sanft zu erleben. Was wären so deine Fragen, liebe Sandra? Genau, eine Frage hast du jetzt auch bereits schon genannt. Was sind die Geheimtipps gut gelingender Geburten von dir? Und du hast auch eine Aussage getroffen, dass man bereits schon geboren hat. Die finde ich auch noch sehr interessant. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen. Gerne. Zuerst mal vielleicht für diejenigen, die schon ziemlich nahe bei der Geburt sind oder auch in welcher Schwangerschaftswoche. Es gibt ein völlig kostenloses, gratis Kennenlernen und Schnupper-Konzept von mir. Das findest du auf der Webseite sanftegeburt.com oder vielleicht auch unterhalb dieses Videos, wo du dich jetzt auch immer befindest. Und da kannst du völlig kostenlos, gratis in verschiedenen kleinen Videosequenzen die Gesetze gut gelingender Geburten kennenlernen und daraus deine wertvollsten Essenzen noch ziehen. Das als eine Einladung, als Empfehlung, weil in diesem Video das alles zusammenzufassen, das würde den Rahmen sprengen. Aber ich mache jetzt ein paar Dinge, die sehr zentral sind. Und wir beginnen mal da, wo du das erläutert hast, Sandra. Alles im Leben, das ist eine Aussage vom Albert Einstein übrigens. Ich liebe diesen Menschen mit seinen Zitaten. Albert Einstein hat gesagt, alles wird zweimal kreiert. Alles. Es gibt nichts, das entsteht einfach nur aus dem Nichts. Menschen denken und durch das Denken fühlt man und durch das Fühlen sendet man aus und durch das Denken und auch durch innere Bilder und so gestaltet man. Also das erste Mal, nochmal diese Aussage, alles wird zweimal kreiert. Das erste Mal in unserem Geist und deshalb, du hast schon oft geboren. Du hast dir schon überlegt, wahrscheinlich, außer du bist ganz am Anfang der Schwangerschaft, dann überlegst du dir diese Dinge noch nicht, aber du hast schon oft überlegt, wie wird das dann kommen? Unabhängig. Auch wenn du schwanger bist in der 13. Woche, wie wird das weitergehen? Oder kommt die Übelkeit? Oder bleibt die dann lange? Auch das kreierst du schon, weil du darüber nachdenkst. Selbst erfüllende Prophezeiung. Und das zweite Mal wird es erschaffen dann in der Realität. Dann kommt diese Übelkeit oder sie bleibt fern, dann wird das Kind sich drehen oder eben nicht, weil du da die ganze Zeit rum studierst und auch die Geburt verläuft dementsprechend. Wir können es nicht ändern, säen, ernten. Was wir aussenden, ist eine Ursache und erzeugt eine Wirkung. Dieses Gesetz solltest du dir ganz tief eingraben in die Zellen, ins Bewusstsein. Also gib Acht, dass du die richtigen Dinge erschaffst. So, wie kannst du das jetzt richtig erschaffen, indem du dich, Geheimtipp Nummer 1, den Gesetzen und Grundlagen, den Prinzipien des Lebens zuwendest und nicht oberflächlich. Diese Prinzipien heißen eben, was ich denke, erzeugt was, was ich fühle, erzeugt was, wie ich Glaubenssätze in mir trage, wird entsprechend Dinge erschaffen in meinem Erleben. Und deshalb ist es wichtig, dass du an die Wurzeln gehst, diese Gesetzmäßigkeiten. Jeder Gedanke ist schöpferisch. Wiederum, Albert Einstein. Schon mal gehört, Sandra? Ja, habe schon mal gehört. Natürlich, du bist ja im Training von mir, du wirst von Zitaten überschüttet. Sind aber sehr gut und hilfreich. Ja, da kommen eben gleich Bilder, wie zum Beispiel das Zitat von Epiktet war das, oder von Seneca, ich weiß es nicht mehr genau, diese alten wunderbaren Menschen, Griechenland, Rom, der hat gesagt, wer seinen Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig.
so treffend. Wenn du nicht weißt, wo ist mein Ziel in der Geburt? Ja. Wie will ich das erleben? Dann segelst du irgendwo und es kommt halt, wie es kommt. Ne? Habe ein klares Ziel. Und zwar ein ganzheitliches Ziel. Wie willst du das erleben im Körper? Das ist der zentrale Geheimtipp ist, wenn Körper und Geist perfekt zusammenarbeiten, dann gelingt dir im Leben alles hervorragend. Auch die Geburt. Mhm. Punkt. Das ist Wissenschaft. Also wie kann ich meinen Körper ideal vorbereiten jetzt noch? Wie kann ich meinen Geist, mein Denken, meine Überzeugungen ideal vorbereiten? Wie kann ich meine Gefühle, meine Gefühlswelt ideal im positiven Gefühlsflow halten? Und wie kann ich meine Energie hochhalten? Ja, die Zellschwingung. Das sind die vier Ebenen, die wir die ganze Zeit im sanften Geburtstraining erhöhen, stärken, ausrichten. Also, Tipp ganzheitlich. Tipp 2. Geh nach den Grundlagen, den Gesetzen, den universellen Prinzipien, die zeitlos ewig gültig sind. Ja. Und die erfährst du zum Beispiel eben Empfehlung im Kennenlernen-Schnupperkurs Sanfte Geburt. Dann gehen wir mal auf die Körperebene. Du hast es ja so wunderbar in einem anderen Video erwähnt. Sandra, was machst du Gutes auf der Körperebene für dich? Viel. Also ich trinke Wasser, reines Wasser. 2 bis 2,5 Liter, mache Vollbäder. Cool. Und wir haben das nicht besprochen vorgängig jetzt, wenn du zuschaust. Nee. Ich mache mit der Sandra einfach jetzt ein spontanes Gespräch, mal schauen, was sie da selber bringt. Die Basenbäder bewirken Wunder. Wir haben das, weiß nicht, vor 2, 3 Schwangerschaftswochen in einem Beitrag besprochen. Basenbäder, viel stilles Wasser trinken. Was machst du noch körperlich? Also die Ernährung einfach auf basisch. Dass ich keinen weißen Zucker nehme oder Weizenmehl. Cool. Mich nicht übersäure beim Essen. Basensäurehaushalt. Das sind schon mal für die Atmung. Genau. Die Sandra, ich weiß es einfach, weil du hast das so eingepflegt bekommen von dem Konzept, du wirst pro Tag mehr als der Durchschnittsmensch tiefer atmen. Richtig? Ja. Das hast du vor der Schwangerschaft wahrscheinlich auch noch nicht getan. Nee. Habe ich nicht. Viel bewusster jetzt. Ja, genau. Die meisten machen es dann in der Yogastunde oder in irgendwo, wo sie dann sich meditieren und bewusst atmen. Aber du hast den ganzen Tag Zeit. Das ist ein Geheimtipp. Weil wenn du jetzt die Atmung übst, tief in den Bauch ein- und auszuatmen, deinen Fokus hochzuhalten. Wir haben Pico Pico oder die Aloya-Technik und Methode, die Strategie in einem anderen vorgängigen Video auch schon gezeigt, miteinander erlebt. Wenn du das mit der Atmung verknüpfst, wirst du alleine schon eine viel einfachere, schnellere, schmerzfreiere Geburt erleben. Ja. Die Atmung ist ein Joker, Sandra, oder? Definitiv, ja. Steigerst deine Energie, du bist viel wacher, viel präsenter, die Atmung führt dich ins Hier und Jetzt. Und jetzt sind wir bei weiteren Geheimtipps. Was ist die Fähigkeit Nummer 1? Lass uns mal darüber sprechen, Sandra, die du dir vorstellen könntest im Geburtszimmer, die du beherrschen solltest. Und unter anderem die Atmung ist sehr wichtig. Richtig, warum? Um wirklich auch zum Baby zu atmen. Richtig, sauerstoffreiches Blut dahin zu transportieren. Aber es gibt noch viel einen wesentlicheren Grund, weil die Atmung ist die Brücke, ins Hier und Jetzt zu kommen, in diesen ganz einen präsenten Atemzug. Und dann kann dein Gehirn nicht mehr abhauen, kommt es vielleicht schwierig, wird es lange und das ganze Denken ist dann nicht mehr möglich, weil du präsent bist. Und jede Kontraktion einzeln nehmen. Genau. Und das ist die Atmung. Hochkonzentriert, Pico Pico, einatmen, lächeln, ja, sagen, nach unten hinatmen, Präsenz ist dann erreichbar, wenn du die Atmung kontrollierst und führst. Deshalb das kurzgefasst ein Geheimtipp. Na? Und dann verknüpfst du das aber mit inneren Bildern, mit den Auslösen vom Konzept von sanfte Geburt und dann bekommst du einen magischen, zauberhaften Glückscocktail hin. Und das in Sekundenschnelle. Und den Partner noch. Oh, der nächste Punkt, super. Gehen wir dahin. Den Partner mit einbeziehen. Hast du das mit ihm geklärt? Seid ihr ein eingespieltes Power-Team?
Ist dein Partner für dich das, was du dich danach sehnst? Dass du dich hingeben kannst, dass du fühlst, der ist ein Kraftquelle, das ist der Fels in der Brandung. Das ist dieser Joker für dich, wo du weißt, fühlst und genau in dir spürst, der ist für mich da. Mein Mann ist dieser Beschützer. Das muss da sein, Sandra. Hast du das in deinem... Ich habe das, ja. Vorbereitet, cool. Das ist so elementar, dieses Miteinander. Männer sind so wichtig, auch im Geburtszimmer. Das sollte man sich bewusst werden. Dann als nächstes... Ich finde es auch noch wichtig, was ich im Kurs gelernt habe, ist die Wunschgeburt einfach auch aufzuschreiben. Ja, immer wieder Bilder transportieren, weil genau. Bilder transportieren Gefühle. Und mit dem Partner zusammen, dass wirklich beide dasselbe Ziel haben. Richtig. Sprecht darüber, schreibt darüber, malt es euch auf, macht Fotos in eurem ganzen Wunschdrehbuch. Das ist ein spezielles Thema, was wir da aufbereiten, weil wünschen kann sich jeder. Ja. Die meisten erhalten ihre Wünsche nicht erfüllt. Auch das ist wissenschaftlich erforscht, weil wir sie nur mal so aussenden, anstelle sie zu nähren. Mhm. Pflanze braucht Wasser, Licht, Liebe, behutsam immer wieder hingehen und sie nähren, diese Pflanze, dann wächst sie. Das ist gut säen und dann die Ernte kommt nur, wenn du diesen Zeitraum zwischen Säen und Ernten auch gut pflegst. Und das ist Drehbuch, Wunschgeburt schreiben. Immer wieder da hineinzugehen. Deshalb am Anfang, wir erschaffen, kreieren alles zweimal. Mhm. Sind deine Gedanken dahingehend, dass du dir dein Ziel fühlend vorstellst, immer wieder verinnerlichst? Das ist die Nahrung, die Energie für das Saatgut. Ängste umdrehen, das ist der Geheimtipp Nummer 1. Scham gehen lassen. Mhm. Wenn du das noch nie hast, wenn du irgendwie noch fühlst, ich bin danach unfrei und gehe so ins Geburtszimmer, habe da noch mulmige Gefühle, habe Bedenken, habe irgendwelche Zweifel an mir, schaffe ich das oder kommt das gut oder gibt es Komplikationen etc., dann bist du noch nicht frei. Fühlst du das, Sandra, dass du momentan in deiner Schwangerschaftswoche kurz vor der Geburt dich frei fühlst? Ich fühle mich frei, ja. Habe auch keine mulmigen Gefühle. Cool. Dann könntest du dich als nächsten Schritt darauf besinnen, dass du Freude hast. Genau. Und dankbar bist, dass schon bald ein Kind kommt. Ja, ich habe auch von Anfang an eigentlich, ich freue mich auf jede weitere Woche, die mich näher bringt zu meinem Kind. Genau, das sollte die Schwangerschaft sein. Eine Freude, eine Premium-Zeit, eine Zeit voller Glückseligkeit, weil das ist von Mutter Natur so vorgesehen. Und alle Sorgen, Ängste solltest du umwandeln. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann tu es, weil du trägst es sonst mit ins Geburtszimmer. Und dein Kind wird immer unförderlich, damit natürlich auch belastet. So. Mhm. Glückshormone, es ist mein hormoneller Glückscocktail, Engelscocktail, wie ich es nenne, dahinführend ist das Ziel. Wie kommst du ständig in diesen Glückshormoncocktail? Dafür gibt es Auslöser, dafür gibt es Tipps und Tricks, die sind einfach und schnell erlernbar. Dafür aber eben, schau dir vielleicht das Empfehlung kennenlernen, Schnupperkurs kostenlos an oder komm hier ins sanfte Geburtstraining. Dort lernst du das, verinnerlichst es und kannst es abrufen. Wir haben so ein paar, also alle Bereiche jetzt eigentlich besprochen, Körper, den mentalen, Ängste, Gefühle, umdrehen, umwandeln, transformieren in Freiheit, in Glück, in Liebe, in ich kann das, ich schaffe das. Und vielleicht noch ein, zwei Geheimtipps. Wir haben das so gelernt, Sandra. Ich höre es auch immer wieder in den Gesprächen, was kann ich tun gegen die Übelkeit? Was kann ich tun gegen die Geburtsschmerzen? Was kann ich tun gegen meine Ängste? Nix. Du solltest aufhören, gegen etwas Energie zu verschwenden und noch mehr Druck aufzubauen. Das ist ein Geheimtipp. Schau besser, was du dafür tun kannst, dass du loslassen kannst, dich hingeben kannst.
dass du mitfließen kannst in der Geburt mit den Kontraktionen, dass du wie in einer Welle dich tragen lässt, dass du dafür etwas tust, dass dein Vertrauen und die Liebe aufgebaut wird, dass du diese Stärke fühlst, andere Frauen vor mir konnten das auch, also kann auch ich es. Verstehst du? Ja. Dieses Gegen ist so ein eingebranntes, sofort wenn Schmerzen kommen, da muss ich dagegen, das will ich nicht. Sofort wenn Zweifel und Ängste kommen, eigentlich will ich das nicht, die müssten weg, die Ängste. Und dann schon bist du schon im inneren Kampf, das ist falsch. Ist man schnell, ja. Das ist Reflex, wir haben das gelernt. Und das sollte man, darum ist das sanfte Geburtstraining auch ein Bewusstseinstraining. Wir basieren nicht auf Techniken, wir basieren auf, du lenkst bewusst deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen. Dahin führen wir uns. Dann kannst du jeden Umstand annehmen im Geburtszimmer, auch wenn besondere Umstände kommen. Und jetzt am Schluss noch ein Geheimtipp. Und den habe ich vom Michel Odo. Der Michel Odo, dieser französische Arzt, eine Koryphäe für sanftes Gebären, für natürliche Geburten, hat eine zentrale Aussage gemacht, Sandra. Welchen Gehirnteil, ich will dich ein bisschen mit einbeziehen und derjenige, der hier zuschaut, welchen Gehirnteil solltest du in der Geburt in die Pause schicken? Vorderen. Den Neokortex genannt, den präfrontalen Gehirnlappen. Dort werden Gedanken dahingehen, schaffe ich das? Sorgen werden dort aufgebaut, Ängste. Dort vergleicht das Gehirn mit anderen Menschen, die dir gesagt haben, oh, das wird dann schwierig und langwierig und kompliziert und schmerzvoll. Schmerzvoll und alles, weiß der Kuckuck was da, der Kuckuck nennt sich das im Deutschen, der Kuckuck, was da alles in dich reinströmt von diesen Suggestionen von außen. Und das solltest du dir beherzigen. Schau, dass du vom Denken wegkommst in jeder einzelnen Kontraktion, weil dein Körper weiß, wie er zügig und einfach dein Kind nach außen schieben will und kann. Und wenn du da nicht reinfunkst mit deinem Denken, dann schafft er das auch, wie das vorgesehen ist, zügig, einfach und möglichst angenehm. Und jetzt gebe ich dir dazu einen Geheimtipp, weil dein Gehirn fängt sonst automatisch an zu denken. Und ich glaube, das hast du von mir noch nie gehört. Sandra, schreibt euch das alle auf. Und das sollte der Partner grundsätzlich wirklich dafür schauen, nimm keine Uhr ins Geburtszimmer mit. Mhm. Keine Zeit darf da sein. Sobald du losfährst zu deinem Geburtsort, alle Handys aus, alle Uhren, Armbanduhren weg. Dein Partner schaut dafür, dass im Geburtszimmer keine Uhr hängt. Weil was macht dein Gehirn, wenn es mit der Zeit vergleicht? Ob ich jetzt schnell genug bin oder ob es lange dauert. Ich fange an zu denken. Es vergleicht. Und wenn es vergleicht, beginnst du zu zweifeln oder darüber nachzudenken, ob es auch so lange geht, wie meine Nachbarin erzählt hat, die 20 Stunden eine Horrorgeburt erlebt hat. Ja. Und wenn du dann auf die Uhr schaust, es ist 2 Uhr nachmittags und um 2:30 Uhr findest du auch erst eine halbe Stunde vorbei und meine Nachbarin hat gesagt 20 Stunden, jetzt kommt dein Gehirn in einen Denkmodus. Und das ist das, was Michel Odo gesagt hat, das vermeide. Ja? Weil Gebären tut dein Stammhirn, dein Reptiliengehirn, das ist hier hinten und nicht dein Neokortex, dein denkendes Gehirn. Also weg mit Uhren, das ist so ein banaler, einfacher Tipp. Du wirst die Zeit und den Raum durch das verlieren. Und das ist der beste Zustand im Geburtszimmer. Plötzlich sind 4 Stunden vorbei und du hast kein Zeitgefühl mehr. Plötzlich sind vielleicht sogar nur 60 Minuten vorbei. Dein Muttermund ist schon 10 cm offen und du staunst, was in dieser Zeit vollführt wurde von deinem Körper. Aber du hast nichts verglichen. Du weißt nicht, wie viel Zeit ist jetzt durch. Ja. Weil du ganz präsent immer hier und jetzt bleibst. So, das waren zusammengefasst ein paar ganz, ganz wesentliche Diamanten aus dem ganzen Konzept. Noch mehr erfährst du.
Schnupperkurs, Kennenlernkurs, völlig kostenlos. Schau, wo du das findest, entweder auf dieser Seite oder auf sanftegeburt.com. Und dann hast du dort in kurzen Videos nochmal wirklich Gesetze, Prinzipien, die dir helfen werden. Wir werden in der nächsten Woche, Sandra, weil es noch näher an der Geburt liegt, wiederum ein zentrales Thema, das mit der Geburt zu tun hat, angehen. Und da würde ich mich freuen, wenn auch du wieder als Heldenmama oder Heldenpapa dabei bist. Ich wünsche dir, euch allen weiterhin alles Gute. Bleib in deinem hormonellen Glückscocktail. Tschüss Sandra, tschüss Zuschauende, Zuschauer.